Herzlich willkommen zur nächsten Folge Civilization 6. Und falls ihr euch wundert, heute mal tatsächlich einmal ohne Kamera. Ich habe derzeit so ein bisschen einen Allergieschub, deswegen ist mein Hals so ein bisschen angekratzt, beziehungsweise vor allem meine Nase. Und damit ich mich ein bisschen wohler fühle und ich euch auch jetzt trotzdem weiterhin Content präsentieren möchte, ja, machen wir jetzt einmal ohne Kamera. Ich hoffe, das ist okay für euch. Die Sonntagsfolge sollte dann wieder mit Kamera sein. Ja, wir müssen einiges aufarbeiten. Es gab ein paar Kommentare aus der letzten Folge und die sind hochbrisant und sehr interessant. Zum einen solltet ihr jetzt wieder das komplette Bilderlebnis sehen. Ich sehe es hier nebenbei bei OBS, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich sage euch auch, was das Problem war. Es gibt diverse Spiele, da scheint diese Auflösungsgeschichte irgendwie anders zu sein und deswegen ich habe zwischendurch ein anderes Spiel aufgenommen. Man hat sich das ein bisschen verstellt, ich habe nicht darauf geachtet, weil ich nicht davon ausgenommen habe, dass es sich irgendwie verstellen könnte. Aber wie ihr seht, geht's doch. Das war nicht nur bei hier, sondern auch mal bei einer AC Valhalla-Aufnahme und so weiter. Also, das hat sich auf jeden Fall geklärt. Das habe ich auf jeden Fall korrigiert. Dann zwei andere Sachen, die viel spannender sind. Oleg hat uns darauf hingewiesen. Und zwar beziehen die sich ein bisschen auf unsere Religion und Politikkarten und so weiter und so weiter. Und zwar folgendes. Wir haben derzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Städte. So, wenn wir mal auf die Religionsansicht gucken, haben wir aber derzeit nur eine Stadt, die unsere Religion auch trägt, nämlich Paris. Ja, bedeutet wiederum, dass wir keine Mehrheitsreligion haben. Und ich zeige euch das mal hier beim Religionsbildschirm. Guckt, da. 0 von 6 Zivilisation bekehrt. Das heißt, Phalangismus herrscht hier nicht vor bei uns. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil ich da überhaupt nicht drauf geachtet habe, dass das irgendwie nicht sein könnte. Wir haben ja, glaube ich, die ersten zwei Städte gehabt und dann haben wir fröhlich Städte gegründet. Und wahrscheinlich hatten wir Paris und Bordeaux war nicht bekehrt. Und ich weiß nicht, aber es war dann so, dass da noch nicht die Mehrheitsreligion war. Auf jeden Fall. Und das wäre ja easy gewesen eigentlich. Mit jeder weiteren Stadt hätte er sich einfach unter Glauben weiter verbreitet, hätten wir die Mehrheitsreligion gehabt. Wir hätten sie ja behalten. Und mit jeder weiteren Stadt hätten wir eine religiöse Stadt dazu bekommen. Das heißt, das Verhältnis hätte sich ja nicht verändert, sondern eher zum Besseren gewendet. Und ja, da wir das aber nicht gemacht haben und jetzt ganz, ganz viele Städte gegründet haben, werden jetzt auch alle neuen Städte, die wir gründen. Und jetzt kommen wir nämlich zu unserer Politik, Religion. Den Glaubenssatz, den wir gewählt haben. Religiöse Kolonisation. Städte starten mit dieser Religion, wenn sie von einem Spieler gegründet werden, der diese Religion als Mehrheitsreligion hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, super toll. Wow. Nicht drauf geachtet. Nicht Mehrheitsreligion. Und jetzt haben wir ganz viele Städte gegründet. Schaut mal, wir gehen nochmal auf den Religionsbildschirm. Guckt euch das an. Eins, zwei, drei, vier, fünf Städte. Und es sind ja auch noch welche in Planung. Ich glaube, mindestens zwei oder drei sind noch in Planung und so weiter. Vier, fünf. Bedeutet, wenn wir die jetzt gründen, werden die auch nicht unsere Religion haben. Wir sollten also schleunigst und dringend einen Missionar kaufen und ein paar Städte bekehren. Und zwar am besten Fall die hier oben alle. Wir gucken mal, Bordeaux wird relativ schwierig, sollten wir aber auch machen, glaube ich. Aber hier oben vor allem, ne? Rouen, La Rochelle. Amboise, vielleicht, dass wir die hier alle bekehren. Das dürfte schon reichen. Wir müssten, glaube ich, nur. Ich glaube, wir brauchen vier insgesamt. Wir brauchen nicht fünf. Dann haben wir schon mehr als Religion. Und wenn wir das machen, dann sollten auch alle weiteren Städte direkt unsere Religion haben. Also, das ist auf jeden Fall schiefgelaufen. Und das ist natürlich extrem blöd. So, ja. Es ist echt. Es passieren solche Sachen einfach. Wenn man einfach von einigen Sachen ausgeht, die man denkt, die sind selbstverständlich. Und dann kommt man dann in so einen Flow und missachtet Dinge so grundsätzlich, komplett über die gesamte Spielzeit. Sehr ärgerlich, weil wir uns den Missionar Punkt 1 hätten auf jeden Fall sparen können. Und Punkt 2 machen wir uns das Leben dadurch unnötig schwerer, ne? Die anderen Religionen kommen, allen voran die orthodoxe Ostkirche von, ich tippe mal auf, tatsächlich von Byzanz. Und die macht vor unseren Grenzen ja nicht halt. So. Und, ja. Ne, das ist natürlich ein bisschen doof. Egal, das müssen wir korrigieren.
Vielen, vielen Dank, dass es gemerkt wurde. Ich hätte es nicht gemerkt. Ich hätte es einfach fröhlich weitergemacht. Hätte auch nicht drauf geachtet. Also von daher ist es immer gut, wenn da mal mehr Augen drüber gucken und das dann auch nochmal ansagen können. Auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt ist, der aufgefallen ist. Und zwar, da weiß ich aber nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall, hier seht ihr es. Bei den Nachbarschaftsboni. 100% heiliggestellter Nachbarschaftsbonus. Warum wird hier die Produktion nicht angezeigt? Ich weiß gar nicht, ob das immer so ist. Eigentlich sollte das so sein, soweit ich weiß. Ist aber tatsächlich nur ein Bug in der Anzeige, Gott sei Dank. Ich habe nochmal geguckt, Paris. Und ihr seht das hier, wir kriegen einen Nachbarschaftsbonus plus 4 durch den Bezirk Heilige Städte. Und wenn man dann nochmal auf die Produktion hovert, dann sieht man hier plus 4 durch Bezirke, plus 4 durch Heilige Städte. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall den Produktionsbonus in der Stadt durch die Heilige Städte. Schade, dass das da nicht angezeigt wird. Müsste dann nämlich eigentlich auch plus 4 sein. Aber ich glaube, das wird grundsätzlich da nicht angezeigt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Mod das wirklich macht. Aber gut. Viel wichtiger ist, dass es den Bonus gibt. Und dass das mit der, also nicht verbuggt ist, der Spielstand oder sowas. Sondern, dass alles, was wir jetzt, fraglich war, auch gut erklärbar ist. Ne? So, was machen wir noch? Es wurde empfohlen, noch eine weitere Stadt zu gründen. Und zwar hier an dieser Oase, glaube ich. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir können weiterhin den versuchen, das Eisen zu bekommen. Haben wir, glaube ich, auch nochmal gute Felder mit Anziehungskraft und so weiter. Haben wir sogar Produktion. Also ich finde das gar nicht so verkehrt. Lass uns mal zumindest mal grob planen. Ich glaube, wir können die dahin setzen oder eins daneben. Aber ich glaube, hier ist fast besser, weil wir hier noch ein bisschen Produktion abgreifen. Auch wenn wir einen weiter vom Eisen weg sind. Aber okay, lass uns das mal zumindest andenken. Vielleicht können wir auch einfach die Stadt als nächstes gründen. Ich weiß es nicht. Wir wollten ja hier die hier unten gründen. Aber vielleicht ist es dann auch die hier. Denn wir haben immer noch das Barbarenproblem hier. Und vor denen habe ich auch ein bisschen Schiss. Bin ich ehrlich. Mal gucken, was da jetzt so passiert. Also meine, der Armbrustschütze ist ein bisschen nervig. Aber hier sind ja auch vier Schwertkämpfer von Nazca. Die werden das schon irgendwie regeln. Die kommen übrigens von hier unten, glaube ich. Das war das Barbarencamp, was wir nicht ausgehoben bekommen haben. Naja, gut. Okay, so. Also in Paris wollen wir jetzt auf jeden Fall versuchen, mal ein Missionar zu holen. Das geht jetzt mal nicht so auf Anhieb. Wir brauchen mindestens, und das liegt wiederum an unseren schlechten Glaubenserträgen, 2 Runden, um unser Missionar zu holen. Das ist Mist, irgendwie. Aber nützt ja nichts. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall in Kauf nehmen. Ansonsten planen wir jetzt demnächst, nach dem nächsten Siedler, ich glaube, erstmal den Theaterplatz einzufrieren von den Kosten und Petra zu bauen. Das ist wichtig. Wir brauchen auch noch ein paar Bauernhöfe. Für den Feudalismus. Also später dann auf jeden Fall für die den Bonus hier. Das wäre ganz cool. Wir haben, glaube ich, erst 3 Bauernhöfe. Das heißt, 3 Stück bräuchten wir noch. Und grundsätzlich war, glaube ich, auch irgendwo der Kommentar, einfach Bauernhöfe bauen mit den verschiedenen Handwerkerladungen hier zum Beispiel. Ne? Das könnten wir tatsächlich sogar machen. Warum eigentlich nicht? Also es gibt ja keinen Grund, warum wir es nicht machen sollten. Wir brauchen noch 3 Stück. Und wir haben hier noch sehr viele Ladungen eigentlich zur Verfügung. Und wir haben doch sowieso nichts, was wir hier besser ausbauen wollen. Ne? Wir könnten überlegen, ob wir gleich den Mais, ich weiß nicht, wann wird der Mais mehr? In 2 Runden. Dann können wir dann den Mais sogar ausbauen. Und dann kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld dazu. Ah, jetzt geht er weg. Ach, wie ich das manchmal nervig finde. Ja, wir können den eigentlich schon mal darüber schicken, ne? Komm, machen wir schon mal. Machen wir schon mal. Und ja, hier müssen wir mal gucken, was wir machen wollen. Sägewerke wäre ganz cool. Wir wollen hier den Bernstein noch anschließen. Und ich weiß nicht, welches Feld hier als nächstes dazukommt. Der hat ja irgendwie gesagt, dass das Feld dazukommt. Wir bräuchten hier eigentlich auch nochmal ein Monument. Ne? Das ist zu wenig Kultur hier. Zu wenig Wachstum. Es dauert einfach zu lange, bis die neuen Felder rankommen. Ein bisschen mehr Kultur wäre schon wichtig. In solchen Städten, wo wir kaum was haben. 0,2 ist halt einfach viel zu wenig. Hier ähnlich. Ne? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir in den Städten mehr Kultur etablieren. Dafür brauchen wir das Gold und das kriegen wir eigentlich auch ganz gut zusammen. Also denkt dran, gerade bei Städten, die größer werden sollen, die schnell neue Geländefelder dazu bekommen wollen, baut auf jeden Fall oder kauft euch auf jeden Fall das Monument. Wartet damit nicht zu lange. Das ist nicht in allen Städten wichtig, ne? Also zum Beispiel hier bei dieser Stadt hier ist es vielleicht nicht ganz so entscheidend, weil wir haben hier, haben wir schon Punkt 1, wir haben hier schon Kultur. Das ist
schon himmelweiter Unterschied. Und wir haben ja auch super Felder am ersten Ring, ne? Und hier wollen wir unbedingt den Bernstein haben. Und so weiter, ne? Also, das muss man sich dann schon überlegen. So. Das also dazu. Ich glaube, das war's erstmal. Ne? Wir wollten noch irgendwo eine Industrie platzieren. Ich glaube auch in La Rochelle. Ich glaube tatsächlich hier. Weil das ist eine Ebene. Und das ist, glaube ich, ein Hügel. Genauso wie hier es auch ein Hügel ist. Und da bekommen wir ja sogar noch einen Wald. Hier ist ein Regenwald drauf, das ist aber egal. Aber da bekommen wir eh schon Produktions- plus Erträge. Ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir die Industrie hier bauen, weil wir hier den die Industrie noch mal ein bisschen hochziehen können. Also mehr Produktion daraus bekommen. Das heißt, die Produktion hier in La Rochelle ist, glaube ich, ganz okay. Ist auch mit die tragendste Stadt. Amboise wird schwierig. Und ja, im Norden sind wir auch relativ gut davor eigentlich, ne? Gut, lass uns weiterspielen, bevor meine Stimme wieder schlechter wird. Und weitermachen, ne? Ich denke mal, damit ist auch alles aufgeklettet. So, da wird auf jeden Fall schon mal ein Schwertkämpfer platt gemacht, das ist gut. Mal gucken, was der Armorschütze jetzt macht. Der steht. Das ist gut eigentlich, dass der Armorschütze sich damit beschäftigt. Das ist eigentlich sehr gut. Der haut sogar ab. Alle schnitzen Stein, stellen Säulen auf oder schneiden buntes Glas, um etwas zu errichten, das viel größer ist als wir selbst. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, wie machen wir weiter? Also, wir wollten den da haben. Und wir sparen hier mal auf dem Monument jetzt. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir brauchen mehr Annehmlichkeiten. Können wir uns noch, ja, guck mal, wir können uns noch kaufen, ne? Hier, Orangen und Färbemittel. Komm. Dann sollte Annehmlichkeit auch wieder kein Problem sein. Was machen wir jetzt mit den Siedlern? Ich glaube, die beiden Städte werden schon die interessantesten. Einfach um dem hier noch ein Schnippchen zu schlagen. Zumindest ein Eisenfeld hier abzugreifen. Wir haben aber hier massive Loyalitätsprobleme. Und das müssen wir uns natürlich mal ein bisschen angucken. Ja, Siedleransicht. Minus 11. Minus 11 ist schon happig. Ne? Das ist schon nicht so zu unterschätzen. Aber wir gehen den Weg mal. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Sicherheit. Den Speer hier, den heilen wir mal aus. Und das ist immer noch ziemlich ätzend hier. Ne? Wir wollten eigentlich mal ein bisschen was modernisieren. Können wir im Moment nicht. Und wir dürfen, müssen noch aufpassen. Weil wir eigentlich... also du hast noch zwei... Wollten wir den Regenwald roden eigentlich? Ach so, da wird noch überlegt, ob wir den Theaterplatz nicht am Berg bauen sollen. Genau, das war auch noch eine Überlegung übrigens. Entschuldigung. Ich glaube, das kam von Frank oder auch von Oleg, die beide das, glaube ich, gesagt haben, hier Theaterplatz am Berg. Warum nicht am Berg? Ja, stimmt. Warum nicht am Berg? Dann machen wir uns dieses Feld nicht kaputt. Ist, glaube ich, tatsächlich deutlich intelligenter, als das da einzusetzen. Gibt auch plus 1 und wir machen uns das Bananenfeld tatsächlich nicht kaputt. Plantage gibt immer noch Gold. Und dann können wir die nämlich einfach ausbauen. Und dann haben wir das auch erledigt. Ja, der Rest kann erstmal so bleiben. Neue Forschungen. Jetzt wird es interessant, was wir als nächstes, wo wir in welche Richtung wir als nächstes entwickeln. Sägewerke wären nicht schlecht, weil wir dann ein paar Sachen hätten, wo wir Sägewerke gut brauchen könnten. Ich lasse den Schiffsbau mal außen vor. Ansonsten wäre die Ausbildung natürlich ganz interessant, weil unsere Minen dann deutlich mehr Boni bekommen würden. Ich glaube, das wäre auch das nächste, was ich machen würde, ne? Ja, lass uns in die Ausbildung gehen. Wir müssen eh mal das Bogenschießen und die Reiterei erforschen. Wir kommen da eh nicht drum herum. Aber ich glaube, das wäre schon das nächste, was interessant wäre jetzt. Ja, Staudamm ist natürlich auch nicht schlecht. Das können wir dann, glaube ich, als nächstes angehen. Wenn wir Petra schaffen zu bauen, ist das doch mal ein guter Punkt auf jeden Fall. So, was machen wir als erstes? Wir frieren den Theaterplatz ein hier. Bauen aber den Siedler natürlich weiter. Und schicken den natürlich auch hier rüber. So, einen Missionar können wir dann auch noch nicht kaufen, erst in der nächsten Runde. Der macht erstmal nichts weiter. Ja, hier muss produziert werden.
kann jetzt gerade nicht. Toll. Das ist eher schlecht. Tja, was könnte hier gut sein? Eine Stadtmauer, ein Monument könnten wir anforschen vielleicht. Warum nicht? Für die Loyalität. Sollte das nicht dazu kommen jetzt eigentlich? Ja, in einer Runde, guck mal. Perfekt. Das dürfte dann auch unser nächster Bauernhof sein, glaube ich. Immer noch sehr ärgerlich, dass wir das hier machen können. So, wir wollen weiter erkunden. Uns fehlen ja auch noch ein paar Passivs eigentlich, die wir noch nicht entdeckt haben, ne? Hier oben kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Aber hier scheint es noch eine... Ne, noch nicht. Ich dachte, hier gibt es noch eine Insel irgendwie oder sowas. Aber dem ist nicht so. Ja, dann brauchen wir auch nicht weitergehen. Dann können wir das, glaube ich, gleich mal abbrechen. Schade. Okay. Ja, wie gesagt, das nächste, was wir machen wollen, ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen nachkaufen und dann gucken, dass wir ein bisschen unsere Religion verbreiten können. Ah, super ärgerlich, ne? Hätte ich das gewusst, dann... das ist super verschenkt, ne? Wir hätten hier alle schon locker bekehrt, wahrscheinlich sogar schon. Irgendwas habe ich jetzt gerade gelöscht, glaube ich. Ich weiß aber nicht, was. Ich habe irgendeinen Marker gerade gelöscht, glaube ich. Vielleicht habe ich auch einfach einen aus Versehen gesetzt. Und den gelöscht, aber gut. Wir kommen ja auch nicht drum herum, ne? Ja, das ist ja echt schade, ne? Wir können es probieren, ob wir da drum herum kommen, aber ich glaube nicht. So, Plantage einmal. Wir bleiben erstmal bei dem, aber wenn der jetzt weiter wächst, dann... Ja, wir können überlegen, das jetzt zu ändern. Lieber einmal mehr Wachstum haben. Auch wenn der Hafen ein bisschen länger dauert, aber das ist okay. Dafür haben wir 3 Runden den nächsten Bürger und dann das passt schon. Das machen wir lieber so. So, jetzt, ja, auf jeden Fall. Und das können wir dann auch gleich bewirtschaften. Ja, guck mal. Und dann haben wir doch hier gleich mal wieder Gold mehr. So gefällt mir das doch. Und das dürfte auch unser 4. Bauernhof sein, ne? Die Maisplantage ist doch keine Plantage, sondern Bauernhof, oder? Ja, sehr gut. Guck mal, dann haben wir das auch. So, Missionar. Den brauchen wir jetzt. Ja, ich glaube, das geht relativ fix. Wir müssen bloß jetzt damit anfangen. Ah, super ärgerlich, ne? Haben wir eigentlich schon welche mit unserer Religion hier im Dings? 2. Ja, guck mal, dann dürften wir da sogar hier noch Bordeaux machen. Das dürfte dann auch passen. Ja, du kannst jetzt mal Pause machen. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt kommt hier so ein Plänkler angelaufen. Ja, was machen die denn jetzt hier? Und was machen wir jetzt vor allem hier? Kriegen wir das mit minus 11 gehalten? Das ist die Frage, ne? Wir können nämlich den Bezirk weiterbauen. Die heilige Stätte. So. Kommst du auch darüber? Ach, diese blöde Armbrustschütze. Eigentlich müssten wir uns hier irgendwie Bogenschützen kaufen oder sowas. Oder irgendwas, was wir machen können damit. Krieger kostet 116, mit dem haben wir aber keine Chance. Bogenschützen haben wir erst in einer Runde. Wir verdienen jetzt so viel Geld pro Runde und trotzdem ist es gefühlt immer noch zu wenig, ne? So ärgerlich. Jetzt ziehen die sich auch zurück. Ist er denn doof? Hör doch mal auf damit. Mögen die Mächte des Bösen verwirrt sein, während dein Pfeil sich seinem Ziel nähert. So, Bogenschießen. Viel wichtiger ist erstmal, dass wir hier uns noch mal ein bisschen hier was angucken. Da wird übrigens schon kräftig missioniert. Gott sei Dank erstmal in diese Richtung. Das finde ich ja schon fast sympathisch. So, minus 12. Das ist ganz schön viel, ne? Also minus 12 ist ganz schön heftig. Was ist, wenn wir hier das Monument kaufen?
Wirkt sich das? Nee, das wirkt. Der Loyalitätsdruck kommt nur von der. Entschuldigung, dass ich gehustet habe. Der Loyalitätsdruck kommt nur von den Bewohnern in dem Fall, ne? Das heißt, die haben eigentlich keine Auswirkung darauf. Ich finde es ja auch gut, dass das überhaupt nicht lange dauert. Dahin zu gehen, ne? Oh Mann, so zwei Einwohner, das ist doch schön. Ja, wir bleiben, glaube ich, dabei. Mit Produktion. Noch 13 Runden. Eigentlich möchte ich gerne hier das Monument bauen, ne? Wir haben gesagt, eigentlich ist es sinnvoller, das da zu kaufen. Aber wir müssen jetzt mal ganz überlegen, ob das jetzt das Wichtigste ist. Ob das jetzt wirklich das Allerwichtigste ist. Also wichtiger könnte es zum Beispiel auch sein, tatsächlich hier einen, einen Bogenschützen zu kaufen. Der sich tatsächlich dann hier mal um die Einheiten kümmert. Ich glaube, das ist wichtiger. Ja. Und wir schicken den mal nach Süden weg. Und kaufen hier mal einen. Weil wir kommen ja sonst nicht dazu, hier die Felder zu modernisieren. Und das ist echt wichtig. So, wie sieht es mit Religion aus? Es könnte natürlich jetzt alles gleich flippen, ne? Ich habe überlegt, ob wir jetzt irgendwie jetzt, ob wir es ein bisschen rauszögern jetzt mit der Stadtgründung. Ich finde es krass, dass wir unten zum Beispiel gar keinen Druck haben, ne? Ich weiß ja, wie die gehalten kriegen. Wir können natürlich irgendwie einen Gouverneur da reinsetzen, aber ich meine. Wir kriegen jetzt 6 Runden Gouverneurstitel. So wie eine Schanze oder sowas, also Victor oder sowas, könnten wir da gut reinsetzen, ne? Das würde es vielleicht bringen. Ja, schwierig. Ich meine, was passiert, wenn die jetzt das nicht machen und jetzt kommt hier irgendwie ein Siedler angelaufen und die gründen jetzt die Stadt? Wir könnten auch nach unten wandern, aber dafür ist der hier zu gefährlich. Das heißt, eigentlich müssen wir die gründen und das Beste hoffen. Weil wenn wir es nicht tun, dann macht es vielleicht jemand anderes. Das ist auch Mist. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ist dann auch doof mit der Mehrheitsreligion, aber ich glaube, das müssen wir jetzt tun. Wir müssen aber gucken, dass wir die irgendwie gehalten kriegen hier, die Stadt. Also sprich, kein Bezirk bauen, sondern tatsächlich erstmal ein Monument und eigentlich dann gleich irgendwie einen Gouverneur reinstellen. Brauchen wir Liang gerade in der Stadt? Nicht unbedingt, ne? Vielleicht können wir das mit Liang auch gleich umpacken. Weil es dauert noch 5 Runden, bis wir den nächsten Gouverneur bekommen. Ja, lass uns das mal mit dem Gouverneur machen. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt relativ schnell machen können. Wir können dann auch bald Geld, also mit Geld dann was kaufen. Wir können dann auch Liang rumpacken. Wir brauchen Liang jetzt erstmal hier nicht. Und das, ja, wird das ein bisschen pushen auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, alles andere ergibt jetzt keinen Sinn. Wie ist die Stadt? Toulouse. Da kommt Boeing her. So, dann sind nämlich schon 40 Runden. Das hilft auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Und dann kaufen wir einfach das Monument und bauen jetzt also gleich einen Bezirk. Die Frage ist nur welchen. Oder vielleicht einfach auch eine Stadtmauer oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch sinnvoll. Wir können hier Nazca-Linie bauen. Cool. Und es gibt nochmal Zeitalterpunkte für uns. Das ist auch schön. Wir haben das goldene Zeitalter, das rettet uns ein bisschen. Das ist schon in Ordnung. Und wir können uns ja erstmal verschanzen. Wir haben auch Handwerker, wir können auch gleich wieder ausbauen und so weiter. Das ist schon okay. Die Eismine müssen wir uns dann auch noch kaufen. Ich glaube, das ist das nächste, was wir machen. Dass wir uns die Eismine kaufen. So, und den können wir erstmal wieder hier hinpacken. Den brauchen wir jetzt erstmal hier nicht. Und dann können wir in die nächste Runde gehen. Ich glaube, das passt erstmal, ne?
Ja, mit der Bekehrung ist es doof gelaufen, aber da können wir jetzt keine Rücksicht mehr nehmen, wenn ich das noch warte. Jetzt ist die Frage: Wir wollen ja noch mindestens eine Stadt gründen, wo wir sie, also wir wollen ja mindestens noch eine weitere Stadt in deiner Nähe gründen. Ich habe mal gehört, wenn man das Versprechen bricht, bekommt man mehr Groll. Dann sollten wir jetzt, glaube ich, das zweite nehmen. Das war mal, glaube ich, auch ein Kommentar von Frank. Also, wenn ihr sicher seid, dass ihr das Versprechen bricht, dann seid einfach ehrlich und nehmt jetzt lieber die 25 Groll, anstatt dann das mehr zu nehmen. Ja, da können wir jetzt bei den USA, können wir jetzt theoretisch sagen, wir gehen nicht näher. Jetzt müsste ich mir die Karte nochmal ansehen, aber ich glaube, dass wir das bei der USA theoretisch sogar so machen können. Weil alles andere ist südlicher und weiter weg von der USA. Ich glaube, das passt. Ja, alles andere ist südlicher. Also von der USA ist es weit genug weg. Oh nein, unser Speer. Ach Mann. Ja, ich hab's befürchtet. So, guck mal schon. Volle Loyalität, das ist krass. Wahrscheinlich auch wie in dem goldenen Zeitalter, oder? So, was macht denn jetzt hier die. Was machen denn jetzt hier Nazca und wie sie heißen? Sind sie da weggerannt und jetzt kommen sie nicht mehr wieder, oder was? Sondersitzung, Einheit getötet. Barbaren nähern sich, Handelsposten erstellt. Das ist schön. Siedler ist fertig. Wunderbar. Ja, das sind dann unsere beiden Städte hier, ne? Wir können mal gucken, ob das nicht vielleicht sinnvoll ist, den hier runter. Ne, auch darauf. Okay. Gut. Auch erstmal über die Straße. Bedeutet aber auch, dass wir jetzt Petra bauen können und das auch tun sollen. 15 Runden. Gottes Willen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Jetzt will ich fast sagen, lass uns mal eine Strecke nehmen, wo wir tatsächlich ein bisschen Produktion bekommen. Bordeaux zum Beispiel. Oder wir nehmen. Haben wir irgendwelche Handelsquests? Reiterei. Militärausbildung, schweren Streitwagen, religiöse Bekehrung. Ja, gut, alles nichts. Dann können wir tatsächlich, glaube ich, ja, oder Geld halt, ne? Wir gehen weiter auf Geld. Was sind denn unsere besten verfügbaren Wege derzeit? Oh, Washington. Von Bordeaux nach Washington 8,6 Gold. Ein Produktion, ein Wissenschaft für Bordeaux. Wobei wir die Produktion jetzt tatsächlich hier bräuchten, ne? Aber das ist natürlich krass. Und hier kriegen wir eigentlich keine. Ja, komm, dann machen wir das. Wir schicken den nach Bordeaux. Beziehungsweise, wir haben da gleich einen Ehenhändler. Vergiss es. Amboise kriegt auch einen Produktionspunkt mehr. Das wäre natürlich super cool. Wenn wir den nach Washington schicken würden. Das könnten wir tatsächlich machen. Der Weg, den Weg finde ich gut. Oder wir nehmen das mehr Geld. Aber weil diese Stadt hier ist so schlecht, was Produktion angeht. Ja, da wir stärken die Hauptstadt und sagen, wir nehmen das Gold. Aber der Weg ist von Bordeaux nach Boston. 8,8 Gold und eine Wissenschaft. Naja, ist auch nicht schlecht, ne? Weil mich macht die Produktion, die wir in Washington bekommen. Und von Amboise ist es okay. Das heißt, wir schicken den nach Amboise. Ja. Können wir auch gleich unsere Religion weiter verbreiten? Apropos verbreiten. Damit müsste jetzt die doch bekehrt sein, ne? Guck mal, jetzt haben wir zwei Städte bekehrt von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Städten. Und haben wahrscheinlich noch keine Mehrheitsreligion, ne? Nein. Natürlich nicht. Es dürfte jetzt aber mit zwei weiteren Städten dann doch mehr als Religion sein, ne? Das heißt, gemäß dem Fall, wir schaffen das in Rouen und La Rochelle, dann sollte das doch eigentlich möglich sein, ne? So, die soll eigentlich dahin, das heißt hier runter. Aber ich hab so Schiss, ne? Ich hab so Schiss auf unsere Siedler. Wir müssen echt aufpassen, dass wir die nicht verlieren, ne? Eigentlich müssen wir die schützen. Aber, ja, das kriegen wir sogar hin. Können wir hier sogar rumsegeln? Nein, da ist Land. Ah, wie ärgerlich. Schade. Schade, schade.
Du hast nichts zu tun. 100 Gold. Apropos 100 Gold. Lasst uns mal... Hast es im dritten Ring, ne? Bis der das bekommt, kriegen wir das Eisenfeld ja locker selber dazu eigentlich. Eigentlich will ich das gar nicht kaufen. Das würde sich nur lohnen, wenn wir eben beide Eisenfelder wegschnappen wollen. Dann würde sich das lohnen. Lass uns mal gucken, ob wir das Geld dafür zusammenbekommen. Also 200 Gold bräuchten wir dafür. Dann könnten wir ihm beide Eisenfelder abkaufen. Plus, dass das Vulkanfelder sind. Und die ja sowieso mehr bekommen, ne? Aber dann müssten wir halt beide bekommen. Damit es das lohnen würde. So, jetzt ist die Frage. Können wir den schon? Ne, das können wir nicht machen, ne? Boah, das ist echt ätzend. Mit den Barbaren, das ist ein bisschen anstrengend gerade. Ist hier immer noch das Feld, das... Na, guck mal. In 12 Runden. Das dauert noch zu lange. Wir müssen ja auch irgendwas für die Kultur tun. Können wir bei den Politikkarten noch was ändern eigentlich? Nee, ne? Wir haben jetzt als nächstes die... Wir können als nächstes noch die... Oh, die Wunderkarte ist schon drin. Okay. Okay, okay. Das ist schon drin. Aber warum ziehen die sich denn alle wieder zurück? Die sollen jetzt die Barbaren bekämpfen hier. Verdammter Mist. Ja, guck mal. Jetzt kriegen die hier voll auf die Mütze. Hey, dieser Schwertkämpfer ist ja schon fast tot. Sondersitzung. Hilfsanforderung. Basiert der zweite wurde von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Wir sollten mal wieder aufbauhelfen. Nee. Danke. Kann er selbst gucken, wie er kommt? Mir hilft auch keiner von den Barbaren. Babylon, oder? Ist, glaube ich, egal für uns. Beziehungsweise Stadtstaat, das ist hier nicht Babylon. Bologna. Eure Truppen lauern mit gezückten Waffen. Schickt sie sofort fort, bevor ich das tue. Meine Truppen ziehen nur vorbei. Wo sind denn Truppen von uns? Ach, weil hier ein Speer rumsteht? Gott, ist der ängstlich. Ich will doch nur erkunden, das ist ein Speer. Kein Schiss jetzt hier. Der ist ja ängstlich, hä? Abiorix? Na gut. So, punktorientierter Wettbewerb startet oder startet auch nicht. So, was machen wir jetzt mit den Einheiten? Ich meine, den können wir besiegen. Dann kriegen wir aber voll auf die Mütze von dem Marmorschützen. Das ist auch irgendwie nicht so klug. Wir könnten aber mal ein... Das könnten wir mal machen. Ich glaube, das war okay. Jetzt kriegen wir zwar... Ja, ich weiß es nicht. Im Zweifel von dem drauf. Aber ist egal. Wir warten das erstmal ab. Händler in Bordeaux. Du gehst nach Washington. Und zwar sowas von. Der fährt sogar mit dem Schiff. Ich glaube, ich gehe die Krise. So, jetzt ab mit dir. Norden. Ab nach Rouen. Und du kannst weiter hier auf dem Weg langlaufen. Bei dem müssen wir extrem vorsichtig sein. Ne? Wir können ihn, glaube ich, aber noch hier runterlassen. Und dann hier über Rennen laufen lassen. Dann haben wir hier nochmal so einen Sicherheitspunkt. Den Siedler. Jetzt sieht es im Moment ganz gut aus. In Bordeaux müssen eine Produktion gewählt werden. Wir wollen in 3 Runden das Mausoleum bauen. Wir haben nicht wahnsinnig viel Produktion in der Stadt. Mit der Wassermühle kriegen wir eine Produktion mehr. Das ist nicht wahnsinnig viel. Wir bekommen aber auch nichts. Also wir könnten überlegen, ob wir noch einen Handwerker machen. Und die Frage ist, ob wir uns das erroden wollen. Wir könnten mit dem Roden von den Feldern, die wir so roden wollen, ich glaube, noch ein bisschen was erreichen. Und wir haben hier, glaube ich, auch noch... Ja, ich glaube, der Handwerker ist der Pick hier. Damit wir das Mausoleum so schnell wie möglich bauen können. Für die Felder hier. Und der Regenwaldfelder hilft auch dem Wachstum. Was ist denn hier? Das ist sogar ein Hügel, ne? Guck mal, da können wir sogar eine Mine drauf platzieren. Das ist doch perfekt. Ja, guck mal, dann ist es der Handwerker tatsächlich. Jetzt ist Liang aber weg. Warte mal, können wir das... Oh, jetzt ist die Frage. Wie viel plus Loyalität kriegen wir hier in Toulouse? Steigend 4,7. Können wir gucken, wie viel davon Liang ausmacht? Plus 8. Ha, Liang macht schon ganz schön viel, ne? Liang macht plus 8 in der Stadt. Und wir kriegen mit... wir müssen aber Liang... Wann kriegen wir in 3 Runden? Ich glaube, wir tauschen das einmal. Wir packen Liang einmal wieder zurück nach Bordeaux. Das kriegen wir gehalten.
Der ist in zwei Runden ist sie etabliert. Warum geht das so schnell? Ach so, weil sie noch gar nicht da etabliert war. Okay, krass. Das ist gut. Handwerker rein. Und wir nehmen den nächsten Handwerker einfach hier. Das kriegen wir schon gehalten. Wir wollen eh noch das Monument bauen. Wir können uns aber auch das, die beiden Eisenfelder kaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Verdammt. Was wir alles machen können. Wollen wir die Pferde jetzt anschließen? Ich überlege, ob wir das jetzt riskieren können. Der kann nicht über den Wald schießen, ne? Komm, wir machen es einfach. Erstmal mit dem Bonus für die Reiterei. Wir haben den zweiten Einwohner. Haben mehr Wachstum, mehr Produktion. Wir können überlegen, ob wir das Feld nehmen. Wir können einfach noch den Bauernhof hier drauf bauen eigentlich, ne? Wo wir davor noch so viel Bauernhöfe bauen wollten. Und wir haben Nazca sogar einen Gesandten bekommen. Ach ja, weil wir den Bonus für die Reiterei bekommen. Sehr schön. Da könnten wir... Ne, das passt eigentlich erstmal. Brauchen wir erstmal nicht weitermachen. So, und Amboise nach Washington. Ja, das hilft auf jeden Fall noch bei der Stadt. Die ja doch ein bisschen gebeutelt ist da, ne? Mit der fehlenden Produktion. So, warte mal. Wenn das jetzt aber... Entschuldigung. Wenn das aber jetzt, warte mal, 4 Bauernhöfe haben wir jetzt, ne? Das wäre dann Nummer 5. Mine. Dann bräuchten wir nur noch einen. Ja, den können wir theoretisch überall hin platzieren. Industrie. Diese Handwerkerladung wäre das doch dafür prädestiniert, das zu machen. Das Reisfeld hier oben lacht mich ja auch hart an, ne? Lass uns mal mit dem Handwerker auf jeden Fall hier rüber wandern. Und dann in die nächste Runde gehen. 91,6 Gold pro Runde, das ist schon eine ganze Menge. Wie sieht es mit Religion aus? Okay, ich finde gut, dass der Armbeschütze sich da dem... aber... Ein Mann auf einem Pferd überragt andere sowohl spirituell als auch körperlich. So, ja, wir ziehen ja nur vorbei, ne? Also grundsätzlich brauche ich ja keine Angst haben. Wir gucken uns hier nur um. So viel gibt es ja auch nicht mehr zu decken eigentlich. Zumindest nicht so viel, was spannend ist. Ja, es ist schade, ne? Wir haben jetzt irgendwie keine Möglichkeit, hier was mit den Schiffen groß zu machen. Wir müssten das erforschen, dass sie über Ozeanfelder gehen können. Dann wäre es cool. So, boah, noch ein Armbrustschütze. Das ist hart. Okay, wir müssen uns erstmal hier in der Stadt ein bisschen ausruhen, glaube ich. Und der muss jetzt hier mal beschossen werden. Der kann eh nicht über den Fluss, ne? So, und jetzt können wir eigentlich auch da wieder machen. Schnelleres Wachstum. Und unser 5. Bauernhof. So, und jetzt haben wir 263 Gold. So, jetzt ist die große Frage. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich sehe hier 3 Optionen, Geld auszugeben. Ein Monument in Toulouse. Was ich aber Quatsch finde, weil wir könnten uns einfach nur die Geländefelder kaufen. Ein Monument in Toulouse aber für die Loyalität, wobei wir damit nicht hinkommen, ne? Wir haben ja schon festgestellt, wir brauchen eigentlich den Gouverneur hier, ne? Wir brauchen irgendwie einen Gouverneur. Im Zweifel eben Victor oder sowas. Das wird also nichts. Dann könnten wir ein Monument in La Rochelle kaufen, damit wir endlich diese Bernsteinindustrie aufziehen können. Oder Option 3, wir kaufen uns eben diese Geländefelder hier. Die beiden Eisenfelder. Ich glaube tatsächlich, ich würde mir lieber die beiden Eisenfelder kaufen. Ich glaube, ich hätte Lust, dem da so ein bisschen die Suppe zu versalzen. Überlegt mal, Minenproduktion. Ja, komm. Auch wenn es teuer ist, das Geld gönne ich mir mal. Der hat kein Eisen dadurch hier. Wieder für 2 Quellen. Und, das können wir mal machen. Die können wir mal ein bisschen schwächen. Das tut uns ja nichts. Ja, als nächstes dann das Monument hier, ne? Das haben wir jetzt lange auch genug aufgeschoben. Das wird dann auf jeden Fall die nächste Investition. Und
Das Gute ist, wir sind jetzt auch dann mit dem Feudalismus recht gut davor. Einen Bauernhof kriegen wir auf jeden Fall noch gebaut. Und dann läuft das alles. Denke ich mal. So, ja, was machen wir jetzt mit dem Siedler? Der soll ja eigentlich auch hier hin, ne? Ja, wir schicken dich mal auch da hoch erstmal, diesen Weg hier runter zu gehen. Es ist echt ätzend mit den Barbaren. So, du sollst ja letztendlich auch hier hin. Wir schicken dich mal hier runter, du stehst da sicher und du kannst dann hier mal in die Stadt rein. Mehr war es gar nicht, ne? Ja, dann würde ich sagen, nächste Runde, ne? Okay, Minakshi-Tempel wurde gebaut. Wir haben gar nicht darauf geachtet, ob irgendwo Petra gebaut wird. Aber wir gehen mal jetzt... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir Glück haben werden. Und dass Petra nicht gebaut wird. Wir sind da jetzt mal ganz optimistisch. Und wir sehen, dass Bibrax schon durch Loyalität von den Amerikanern bekehrt wurde. Das ist krass. Und es wurde noch ein Weltwunder gebaut. Das Orakel. Oh ja, stimmt. Das Orakel noch gar nicht gebaut. Krass, das ist sehr spät. Das Orakel super spät. Runde 95 ist für das Orakel recht spät. Krass. Okay, gucken wir uns das weiter an. Erstmal hier ist klar. Zweiter Bürger in der Stadt. 13 Runden bis zum Fertigstellen des Hafens. Das ist okay. Wir haben immer noch ein gutes Wachstum drin. Das werden immer noch gute Felder. Das passt. So, hier sind auch zwei. Ich würde fast sagen, wir nehmen das Feld. Die eine Produktion, ja, Wayne. Ist egal, weil lieber schneller wachsen. Denn das bedeutet auch erstmal ein bisschen mehr Kultur. Ja, und hier lassen wir es. Drei Leute, ja, genau. Und wir kriegen das Feld bald dazu. Das wird nochmal wichtig werden. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Also wir haben einen... Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Siedler, der hier weg muss. Ist der Siedler auf dieser Seite sicher? Jetzt ist die natürlich die große Frage. Jetzt müssen wir ein bisschen planen. Also der hier kann den auf jeden Fall nochmal angreifen. Das ist schon mal gut. So. Der Handwerker muss in die Stadt zurück, denn das ist im Moment das Angriffsziel für das. Jetzt ist die Frage, kommt jemand von hier unten? Der Plänkler hat recht wenig Leben. Angst. Ja, wenn da jetzt... Okay, aber hier steht keiner, ne? Eigentlich ist alles nur gefährlich, was auf der anderen Flussseite steht. Da sind noch Gewürze. Ach du Heiliger, ist das ein gutes Feld. Ja, krass. Da müssen wir auf jeden Fall hier noch die Städte gründen, ne? Ja, und jetzt müssen wir beschießen wir auf jeden Fall weiter. Pass auf, jetzt schicken wir uns einen Handwerker erstmal. Handwerker erstmal hier rein. Und dann wird hier der... Jawohl. Der Armbrustschütze erstmal kurz kleiner gemacht. So, der kann da bleiben. Das kann auch so bleiben. Und das kann auch so bleiben. So, wir gucken mal. Wie weit ist unser Missionar? Oh, der ist da. Guck mal an. Und schon haben wir drei Städte mit unserer Religion. Na, herzlichen Glückwunsch. Immer noch keine Mehrheitsreligion. Aber vielleicht dann mit der vierten Stadt. Also ich glaube, wenn wir La Rochelle einnehmen, dann dürften wir 4-3 haben. Und dann dürften wir Mehrheitsreligion sein. Ich glaube, das... Geht um die Mehrheit der Städte. Ja, und 50, und man muss mehr als 50% haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten am Anfang zwei Städte, um da auch nochmal einzugehen. Wir hatten am Anfang zwei Städte und das waren 50% der Städte. Und das reicht nicht aus. Wir brauchen mehr als 50%. Und das hat uns das Genick gebrochen. Hätten wir einfach irgendwie Bordeaux missioniert. Also wir hätten den, also dazu gesagt, der Missionar ist nicht verschwendet gewesen. Den hätten wir so oder so gebraucht. Ne? Wir hätten den Missionar so oder so gebraucht, um Bordeaux zu missionieren. Dann hätte es aber funktioniert. Dann wären alle anderen Städte automatisch zu unserer Religion gekommen. Bisschen ärgerlich, aber okay.
Das nehmen wir dann in Kauf. Ne? Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle halten wir die Spannung mal ein bisschen hoch. Ihr habt wieder Zeit, kräftig in die Tasten zu hauen und zu kommentieren. Wir haben zumindest alles aufgeklärt, was aufgeklärt werden musste. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir hinken hinterher, ne? Das ist ohne Frage. Wir hinken auf jeden Fall hinterher. Was wir auf jeden Fall haben, wir haben jetzt schon mal einen Grundstamm an Städten. Wir gründen noch mindestens zwei weitere. Wenn nicht sogar noch mehr. Also die zwei auf jeden Fall. Geplant haben wir auch noch. Ah, übrigens, die Stadt haben wir weggemacht hier, ne? Guck mal, jetzt weiß ich wieder, was wir weggemacht haben. Ich glaube, das war die Stadt, die wir hier geplant hatten. Genau. Noch drei weitere Städte, die, ich sag mal, nicht ganz so entscheidend sind, aber die wir hier auch noch reinhauen. Dann sieht das schon mal ganz gut aus. Und ich glaube, wir kriegen es hin, dass wir vielleicht ein paar Städte von den Byzantinern geflippt bekommen. Wichtig ist jetzt tatsächlich so in den nächsten Runden, also wenn wir den Grundstamm an Städten hinbekommen und die Wunder gebaut haben, dann wirklich mit der Kulturproduktion anzufangen. Damit dürfen wir nicht zu lange warten. Wir sind jetzt schon zumindest weit hinter der KI, wie sie jetzt ist. Ne? Die Kulturprunde, das ist schon krass, was die so an Kulturprunde holen. Da hinken wir wahnsinnig weit hinterher. Umso wichtiger, dass wir da jetzt aufholen. Tourismus will ich noch gar nicht von reden. Ne? Also das ist auf jeden Fall jetzt das nächste Ziel. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Dann auch hoffentlich wieder mit Bild zu begrüßen zu können. Ich hoffe, es war okay für euch. Einmal ohne Kamera. Dafür wieder mit vollem Bild. Und das nächste Mal wieder mit. Und wie gesagt, ich habe unseren Live-Termin mit dem anderen Seed nicht vergessen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Das wird allerscheinend dieses Wochenende noch nichts. Vielleicht... Ich weiß nicht, der Montag ist frei, aber Montag glaube ich auch nicht. Ich glaube, das Pfingstwochenende muss ich leider noch passen. Aber das machen wir auf jeden Fall. Ich kündige jetzt auf jeden Fall rechtzeitig an, damit ihr auch Bescheid wisst. Ne? Also, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.